Was für eine Nacht. Ich kann meine Augen kaum aufhalten. Wie geht es deinem Flügel? Besser. Gut. Dann lass es uns ein weiteres Mal versuchen. Erinnerst du dich noch an... Erinnerst du dich noch an die Orks? Und wie ich sie ablenken musste? Das war doch spannend. Wie hast du sie abgelenkt? Ich habe getan, als wäre ich ihr Totengott und habe sie mitten in die Einöde geschickt. Stimmt. Und weißt du auch noch, ist es nicht ein wunderbares Gefühl, den Seher besiegt zu haben und endlich frei zu sein? Was war denn so schlimm an ihm? Ich mochte ihn. Er hatte so einen lustigen Bart. Du bringst da was durcheinander. Er hatte alles andere als einen Bart. Ja, das hast du gut gemacht. Und jetzt denke an... Erinnerst du dich noch an den Zwerg im Taschkamm? Der mit dem blauen Bart? Der war lustig. Und Ritter Boromir Zornbold? Die beiden haben sich immer gestritten. Und den grummligen Angler und Isida, die Gauklerin? Ich mochte Isida. Ach, wir waren schon ein gutes Heldenpaar. Wir haben den größten Gefahren getrotzt und Andergast gerettet. Nur du und ich. Und der Rabe. Wir waren die Besten. Du hast es geschafft. Du kannst wieder fliegen. Ja. Was ist? Ich hatte vergessen, was mit dem Raben geschehen ist. Ach, Nori. Ich will endlich alles hinter mir lassen und ganz neu anfangen. Ich will über das Meer fliegen. Kopf hoch. Bald haben wir es ja geschafft. Breda und ich wollen herausfinden, was Fahi uns verschweigt. Und wenn wir das wissen, werden wir auch endlich das Rätsel lösen. Geht es immer noch um die Geschichte von dieser Prinzessin? Das ist doch alles schon so lange her. Was ist mit jetzt? Nori, ich muss Satyas Geschichte vollständig kennen. Und dafür muss ich Magister Bodiak sprechen. Er ist der Einzige, der sagen kann, was es mit diesem Drakonier auf sich hat. Erst wenn ich alles verstanden habe, wird bei uns alles wieder in Ordnung sein. Und all die schlimmen Dinge werden endlich ein für alle Mal vergessen sein. Ich kann Eurich nicht an seinem Fenster sehen. Hoffentlich ist er da. Sie scheinen wenig beeindruckt. Besser, ich halte mich im Hintergrund. Angeber. Besser, ich halte mich im Hintergrund. Igitt! Breda? Was machst du da? Strafmaßnahme. Wegen Alleingang. Latrine schrubben. Hast du schon mit dem Magister über Drakonia gesprochen? Nein. Und er ist auch nicht hier. Geh vom Hafen den Hügel hinauf. Das Haus liegt dann direkt an der Ecke zum Wall. Ich höre wohl nicht richtig. Hast du diesem Mann gerade Magister Bodiaks Wohnort verraten? Wir haben hohe Erwartungen an dich, Breda. Hör auf, uns zu enttäuschen. Sie kann nichts dafür. Es war meine Schuld. Und du, Vogelfänger, verlässt sofort den Hof. Tut mir leid. Wenn Bredas Wegbeschreibung stimmt, dann ist das Haus des Magisters. Alles riecht nach Rosen. Die Tuchmacher denken wohl, sie sind was Besseres. Ich vermisse den Gerbereigeruch aus meinem Viertel. Schöne Sachen, aber wer braucht die schon? Wenn Bredas Wegbeschreibung stimmt, dann ist... Hier wächst Efeu, aber es ist zu schwach, um mich zu tragen. Eurichs Tür. Magister Bodiak, seid ihr zu Hause? Das sind die einzigen offenen Fenster auf dieser Seite. Die Fenster sind viel zu hoch.
Oh, Fex, warum kann das nicht einfacher sein? Er schon wieder. Ah, mein Freund. Was macht das Edelsteingeschäft? Ich hatte Ärger mit einem Kunden und bin ausgestiegen. Das tut mir leid zu hören. Ich könnte bald noch einen Gefallen von dir verlangen. Meine Dienste stehen dir weiterhin zur Verfügung. Die Gurke, die du mir gegeben hast, war sehr ergiebig. Was ist mit Reda passiert? Sie musste heute Morgen Latrinen putzen. Ja, offenbar hat sie gestern im Alleingang versucht, die Thulamiden zu fangen. Und ist dann erst nach Nachtruhe in das Dormitorium zurückgekehrt. Dass sie nur Latrinen putzen musste, spricht für den Stand, den sie in der Akademie genießt. Ich glaube, sie wollen sie irgendwann zur neuen Leiterin machen. Bis später. Mach es gut, mein Freund. Diese Plagen. Verdammte Krähen! Habt ihr nicht schon genug Ärger angerichtet? Psst! Verschwindet! Hey, das sind meine Freunde! Nuri? Tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen. Sie haben dir doch gar nichts getan. Erinnerst du dich nicht mehr an all das Leid, das sie gebracht haben? Natürlich erinnere ich mich daran. Aber man muss auch mal vergessen können. Was willst du? Du solltest dich wirklich nicht mit diesen Viechern herumtreiben. Du darfst nicht vergessen, wer du bist. Nein, du darfst nicht vergessen, wer ich bin. Lass bitte meine Freunde in Frieden, ja? Bist du schon länger hier? Magister Bodiak wohnt hier. Hast du ihn vorbeikommen sehen? Ja, er ist vorhin ins Haus gegangen, aber noch nicht wieder rausgekommen. Gut, danke. Ich muss irgendwie in das Haus. Kannst du für mich durch das Fenster fliegen und nach einem Eingang suchen? Muss ich? Es würde uns beiden helfen. Na gut. Sie sehen schwer aus. Ich würde mir die Krallen brechen. Geht nicht. Die Bücher liegen drauf. Den Magister Bodiak? Sieht aus, als wollte er etwas in die Schublade legen oder herausnehmen. Solange er seine Hand hineinhält, kann ich aber nicht sehen, was. Oh je. Sie ist voll mit Staub. Der bittere alte Mann mochte es wohl süß. Oh je. Ich könnte eine Handvoll mitnehmen, aber am Ende will ihn jemand zurückverwandeln und dann steht er ohne Ohr da. Ich lasse ihn lieber vollständig. Eurich ist genauso nachlässig mit brennenden Kerzen wie ich.
Überall diese toten Tiere. War Magister Bodiak einst Jäger? Aber wie lernt ein Jäger in so späten Jahren noch das Zaubern? Merkwürdig. Er sieht alt aus. Der Magister muss noch sehr jung gewesen sein, als er ihn fing. Er dient offensichtlich als bloße Zierde.